Ja, hallo Lieben, ich wollte euch mal noch die Ergebnisse der Liebeschip-Umfrage durchgeben. Haben total viel mitgemacht, vielen Dank dafür. Und genau, ich blende das mal hier ein. Also einmal haben wir ja gefragt, wie viel, also empfiehlst du Liebeschip weiter? Haben 97% gesagt. Sie empfehlen das weiter. Und das bei einer echt ganz bunt gemischten Gruppe von Leuten, die länger dabei sind, Leuten, die neu dabei sind. Total krass. Dann haben wir gefragt, wofür interessiert ihr euch gerade am meisten? Das fand ich jetzt auch überraschend. Also klar, viele jetzt für ihren Liebeschip-Weg, Selbstliebe, überraschend wenig Dating. Aber gut, man konnte auch nur eine Sache ankreuzen, so. Und überraschend viel höhere Sicht auf Beziehung, Spiritualität. Für mich auch überraschend viel nice, geiles Leben. Super spannend. Und dann haben wir noch, hat sich dein Liebeschip bereits verändert durch die Arbeit hier? Und da haben nur 2% gesagt nein. Und 32% haben gesagt, ja, sie haben die Zusammenhänge verstanden, aber es fällt ihnen noch schwer, es umzusetzen. 34% ein bisschen und 32% sehr. Also ich finde das sensationell, wie gesagt, bei einer völlig gemischten Gruppe von Leuten, die neu dabei sind, länger dabei sind und ja, beim Kursmaterial, was, denke ich, für die meisten günstiger ist als 6 Monate Datingbörse oder so. oder klar, ich meine, die einen, manche investieren mehr, manche weniger. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Habe ich jetzt nicht untersucht. Aber ich finde es sensationell. Und vielen Dank dafür. Und bleibt dran. Und man sieht, denke ich, dass das was taugt, was wir hier machen. So, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.